Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video geht es um einen ungeklärten Mord an einer 23-Jährigen aus den USA. Elena Gwinner ging in der Nacht zum Dienstag, dem 9. Dezember 1997, mit einigen Freunden auf eine Bowlingbahn. Elena, ihren Freunden und ihrer Familie als Leni bekannt, verließ die Gilmore Bowling Lanes in Fairfield, Ohio, am Mittwoch gegen 1 Uhr morgens. Die 23-Jährige erzählte ihren Freunden, sie wolle bei ihrem Freund zu Hause am Morningside Drive vorbeischauen, der nur ein paar Meilen von der Bowlingbahn entfernt ist. Laney verließ die Bowlingbahn allein und machte sich auf den Weg zum Parkplatz, wo ihr schwarzer 1993er Honda del Sol geparkt war. Aber sie kam nie beim Haus ihres Freundes an. Niemand bemerkte, dass Laney vermisst wurde, bis sie am nächsten Morgen nicht zur Arbeit erschien. Laney war immer eine äußerst zuverlässige Mitarbeiterin gewesen und es war untypisch für sie, die Arbeit zu versäumen, ohne vorher anzurufen. Als ihre Freunde und Familienmitglieder feststellten, dass sie seit dem Vorabend niemand mit Laney gesprochen hatte, riefen sie die Polizei und meldeten sie als vermisst. Laney war am Dienstagabend in Feierlaune gewesen. Sie hatte gerade die Abschlussprüfung in der Schule beendet und war zuversichtlich, dass sie gut abgeschnitten hatte. Sie hatte mit einer engen Freundin in einem Restaurant, The Forest Fairmale, zu Abend gegessen und dann beschlossen, vor ein paar Stunden auf die Bowlingbahn zu gehen. Die Gilmore Bowling Lanes boten nicht nur Bowling an, sondern auch mehrere Billardtische. Und Laney verbrachte die Nacht damit, mit einigen Leuten Billard zu spielen. Gegen 0.30 Uhr rief sie ihren Freund an und sagte ihm, dass sie nach dem Billardspielen noch vorbeikommen würde. Und gegen 1 Uhr morgens ging sie dann allein weg. Und die Ermittler befürchteten, dass sie auf dem Parkplatz überfallen worden war. In den folgenden Wochen suchten die Polizei und Freiwillige in Butler County nach Spuren von Laney oder ihrem Auto, konnten aber keine Spur von ihr finden. Sie durchkämmten die Ufer des Ohio River, einen großen Teich in Fairfield oder ein Waldgebiet am Rande der Stadt. Sie fanden keine Hinweise auf den Verbleib von Laney. Die Ermittler sagten zwar, sie hätten keine stichhaltigen Beweise für ein Verbrechen, aber sie erkannten, dass Laney nicht der Typ Mensch war, der freiwillig verschwindet, und meldeten sie als gefährdete vermisste Person. Die Ermittler machten sich an die mühsame Arbeit, alle Personen zu identifizieren, die in der Nacht, in der Laney verschwand, in der Bowlingbahn gewesen waren. Am Ende hatten sie eine Liste mit Hunderten von Leuten, die alle ausfindig gemacht und befragt wurden. Bei einigen Gästen wurden Lügendetektortests durchgeführt. Bei anderen wurde der Background überprüft. Und nichts brachte sie der Klärung der Frage näher, was mit Laney geschehen war. Lenys Angehörige verteilten hunderte von Flugblättern mit vermissten Informationen in der ganzen Gegend, in der Hoffnung, dass sich jemand mit den nötigen Informationen melden würde, um Laney zu finden. Ihr Vater John Gwinner sagte, er sei sicher, dass Laney ihr Verschwinden nicht geplant hatte. Da bin ich mir sicher, sie würde so etwas nicht tun. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens hatte Laney gerade das Herbstsemester am Raymond Walters College der Universität von Cincinnati beendet, wo sie Rechnungswesen studierte. Sie arbeitete in Teilzeit bei Telco, einem Telekommunikationsunternehmen für Ferngespräche, und verbrachte ihre Freizeit gern mit Tanzen zu Country-Musik und mit ihren Freunden und ihrem Freund. Sie blieb gerne in engem Kontakt mit ihrem Lieben und in der Vergangenheit war sie nicht weggelaufen. Die Ermittler waren verblüfft, weil sie Laneys Auto noch immer nicht finden konnten. Der Polizeileutnant von Fairfield, Richard St. John, gab zu, ihr Auto ist nicht auffindbar und das ist das große fehlende Teil in diesem Puzzle. Es ist nicht das, was man als das gängigste Fahrzeug in der Gegend bezeichnen würde. Und alle Polizeibeamten im Bezirk hielten Ausschau nach dem markanten Honda, aber niemand konnte ihn finden. Lieutenant St. Jones sagte, das FBI sei nicht in die Ermittlungen einbezogen worden, weil es keinen Grund zu der Annahme gäbe, dass Laney den Bundesstaat Ohio verlassen habe. Aber das könne sich ändern, sobald ihr Auto gefunden sei. Die Ermittler gingen Dutzenden gemeldeter Sichtungen des Hondas nach, aber keine führte zur Wiederauffindung von Laney oder ihres Autos. Lieutenant St. Johns räumte ein, dass es eine zeitraubende Aufgabe war. Man kann nicht einfach das Nummernschild überprüfen. Jemand könne ihr Auto in die Hände bekommen haben und sein Nummernschild daran angebracht haben.
Als die Suche nach Leni in die zweite Woche ging, kündigte die Schweißfirma J.W. Harris an, dass er eine Belohnung von $25,000 für Informationen aussetzen würde, die zu Lenis Rückkehr oder zur Festnahme und Verurteilung der für ihr verschwindende verantwortliche Person oder Personen führte. Lenis Bruder David arbeitete für das Unternehmen und der Inhaber entschied, dass die Auslobung einer Belohnung das Richtige sei, da alle David mochten und sich Sorgen um seine Schwester machten. Sie hofften, dass das Angebot den Detektiven neue Hinweise liefern würde, denen sie nachgehen konnte. Lenis Familie hatte in diesem Jahr an Weihnachten wenig zu feiern. Sie verbrachte die Feiertage damit, dafür zu beten, dass das Telefon klingelte und die Nachricht kam, dass Leni gefunden worden war. Die Ermittler gaben zu, dass sie in diesem Fall keine handfesten Spuren hatten und sahen dabei alle Personen, die in der Nacht ihres Verschwindens in der Bowlingbahn gewesen waren, erneut zu befragen, um festzustellen, ob sie bei ihren ersten Ermittlungen etwas übersehen hatten. Am 2. Januar 1998 durchkämmten Suchtrupps von drei Strafverfolgungsbehörden den Joyce Park in Fairfield, nachdem sie einen Hinweis erhalten hatten, dass Lenis Leiche dort versteckt sei. Aber sie fanden nichts Brauchbares. Ed Roberts, Sergeant der Polizei von Fairfield, sagte, dass die Ermittler jedem Hinweis nachgingen, der bei ihnen einging, aber zugaben, dass ihnen die Spuren ausgingen. Lenis Eltern, John und Sandra, hofften weiterhin auf das Beste, waren sich aber sicher, dass ihre Tochter Opfer eines Verbrechens geworden war. John bemerkte, ich weiß, dass sie nicht aus freien Stücken gegangen ist. Da bin ich mir ganz sicher. Sie waren optimistisch, dass die hohe Belohnung, die ausgesetzt worden war, zu einigen brauchbaren Hinweisen führen würde. Aber bis jetzt waren nur ein paar verrückte Anrufe eingegangen. Die Suche nach Leni fand am 11. Januar 1998 ein schlimmes Ende, als die Polizei von Kentucky ihre Leiche im Ohio River in der Nähe von Warsaw, Kentucky, fand, etwa 40 Meilen von dem Ort entfernt, an dem sie zuletzt gesehen wurde. Die Polizei in Kentucky hatte nach der Leiche des Polizeibeamten Michael Pratin aus Covington gesucht, der am 4. Januar 1998 bei der Verfolgung eines Verdächtigen in den Fluss gefallen war. Eine Hubschrauberbesatzung der Staatspolizei suchte den Fluss von oben ab, als sie Lennys Leiche entdeckte. Die Polizei konnte Lenny aufgrund der Kleidung, die sie trug, und der Tatsache, dass sich ihr Führerschein in ihrer Tasche befand, vorläufig identifizieren. Lieutenant Dan Jones erklärte, aufgrund des Zustands der Leiche scheint es, dass sie für eine beträchtliche Zeit im Fluss war, möglicherweise so lange, wie sie vermisst wurde. Er wies darauf hin, dass eine Autopsie durchgeführt werden müsse, bevor man wisse, wie Lenny zu Tod gekommen sei, dass man den Fall aber als Mordfall behandle. Und Lennys Auto wurde immer noch vermisst. Der Gerichtsmediziner war nicht in der Lage, die genaue Todesursache von Leni festzustellen. Er klärte jedoch, dass sie keine Schuss- oder Stichwunden aufwies. Er konnte auch die Möglichkeit des Ertrinkens ausschließen. Leni war bereits tot, bevor sie in den Fluss geworfen wurde. Und der Gerichtsmediziner ging davon aus, dass Leni höchstwahrscheinlich erwürgt worden war. Mike McIntyre, ein Feuerwehrmann aus Gallatin County, der bei der Bergung der Leiche half, sagte gegenüber den Reportern, dass Leni vollständig bekleidet war, als sie gefunden wurde, obwohl ihre weiße Bluse zerrissen war und sie Kratzer auf dem Rücken hatte. Der Gerichtsmediziner von Gallatin County, Jack Loder, sagte, es sei nicht sofort klar, wie lange sie im Wasser gewesen sei, aber es scheine eine längere Zeit gewesen zu sein. Dort, wo Lenis Leiche gefunden war, in der Nähe von Sugar Bay in Warsaw, dort fließen Sugar Creek und der Ohio River zusammen. Sie wurde etwa 40 Meilen flussabwärts vom Great Miami River gefunden, der durch Fairfield fließt. Die Ermittler gingen davon aus, dass ihre Leiche kurz nach ihrem Verschwinden in den Great Miami River geworfen worden war und flussabwärts bis in die Nähe von Warsaw gelangte. Als sich die Nachricht verbreitete, dass Lenai gefunden worden war, versammelten sich ihre Freunde, um sich an die junge Frau zu erinnern, die eine glänzende Zukunft hatte. Sie war kürzlich in ihren Job zur Verwaltungsangestellten befördert worden und hatte Spaß an ihrer Arbeit. Ihre Freundin Carly Kingsley bemerkte, sie war glücklich. Alles lief gut für sie.
Lenny war eine gute Billardspielerin und ihre Freunde freuten sich, dass sie ihre letzte Nacht damit verbringen konnte, etwas zu tun, was sie so sehr liebte. Sie war an diesem Abend extra zur Bowlingbahn gegangen, um Billard zu spielen und hatte so gut wie jede Runde, die sie spielte, gewonnen. Pat Edmondson, einer der Besitzer der Bowlingbahn, sagte, dass Lenny eine attraktive Frau war, die beim Spielen alle Blicke auf sich zog. Der Gedanke, dass jemand in der Bowlingbahn auf Lenny fixiert gewesen sein könnte und auf dem Parkplatz auf sie gewartet haben könne, ließ niemanden kalt. Am 24. Januar 1998 begannen die Ermittler, den Great Miami River nach Lenys verschwundenem Honda abzusuchen. Sie hatten bereits mehrere Suchaktionen aus der Luft durchgeführt, ohne Erfolg, und hielten es für möglich, dass der Mörder das Auto im Wasser entsorgt haben könnte. Sie verbrachten mehrere Tage auf dem Fluss und suchten mit einem Sonargerät in der Tiefe nach Fahrzeugen. Die Suche blieb erfolglos. Lenny hatte am 18. März 1998 ihren 24. Geburtstag feiern sollen. Normalerweise hätte sie ihre engsten Freunde um sich geschart und die Nacht mit Lion Dance zu Country-Musik verbracht. Aus diesem Anlass kamen Freunde und Familienmitglieder zusammen, um ihren Tod zu betrauern und für Antworten zu beten. Eine Freundin, Brittany Woodard, bemerkte, es ist wirklich schwer, einen Schlussstrich zu ziehen, wenn man nicht weiß, warum oder wie oder wer. Die Freunde waren besonders nervös wegen der Möglichkeit, dass der Mörder jemanden war, den sie kannten. Joy Herron, eine von Lenys engen Freundinnen, glaubte nicht, dass ein Fremder in der Lage gewesen wäre, Lenny zu entführen, ohne dass jemand etwas gehört hatte. Ich glaube, sie ist mit jemandem gegangen, den sie kannte und dem sie vertraute. Sonst hätte sie mit dieser Person um ihr Leben gekämpft. Die Ermittler reichten Lenys Kleidung zur Laboruntersuchung ein, um herauszufinden, wie sie getötet wurde und ob sie Opfer eines sexuellen Übergriffs war. So wie ich es jetzt nachvollziehen konnte, konnte nichts Genaues daraus erlesen werden oder ermittelt werden. Und die Ermittlungen kamen dann so langsam zum Stillstand. Dies war dann 3 Monate nach der Tat. Lenys Vater, John Gwinner, merkte an, dass die Belohnung für Hinweise, die zum Mörder seiner Tochter führten, bis zu $50.000 beträgt. Ich denke, für so viel Geld würde ich jemanden melden, wenn er Informationen hat. Ich werde gerne wissen, was passiert ist und wer das getan hat und warum. Die Ermittler konzentrierten sich weiterhin auf die Suche nach Lenys Auto, räumten aber ein, dass ihnen die Orte ausgingen, an denen sie suchen konnten. Taucher verbrachten eine Woche im Great Miami River, konnten aber keine Hinweise finden. Und Sergeant Roberts erklärte, wir haben jedes Gebiet in unserem Bezirk abgesucht, in dem es unserer Meinung nach leicht ist, ein Auto in den Fluss zu bringen. Wir wissen einfach nicht, wo wir noch suchen sollen. Ein Jahr nachdem Lenny zum letzten Mal lebend gesehen wurde, ist der Mörder noch immer auf freiem Fuß. Freunde und Familienmitglieder hielten eine Mahnwache bei Kerzenlicht ab, um den ersten Jahrestag ihres Todes zu begehen und die Öffentlichkeit daran zu erinnern, dass der Fall noch nicht gelöst ist. Jahre vergingen und die Identität von Lenys Mörder blieb ein Rätsel. Im Jahr 2005 kündigte das Butler County Sheriff's Department an, dass es eine Sondereinheit für ungeklärte Fälle einrichten würde, und einer der Fälle, die man sich noch einmal ansehen wollte, war der von Lenny. Ihr Auto war nie gefunden worden und die Ermittler vermuteten, dass es sich unter Wasser befand. Sie hofften, dass die neue Sonartechnik ihnen helfen würde, es im Fluss zu finden. Im Juni 2005 schickten die Ermittler Lenys Kleidung erneut zur forensischen Untersuchung ein, in der Hoffnung, etwas zu finden, das zur Identifizierung ihres Mörders beitragen könnte. Außerdem begannen sie, den Great Miami River mit dem Sonargerät abzusuchen, um nach einem zu suchen, was einem Fahrzeug ähnelte. Butler County Detective Frank Smith glaubte, dass der Fall immer noch lösbar sei und sagte Reportern, dass die Abteilung sich verpflichtet habe, Gerechtigkeit für Lenny zu erlangen. Es gibt eine Menge Leute, die Lenny Gwinner vergessen haben, aber ich bin mir sicher, dass das Büro des Sheriffs das nicht getan hat und es auch nicht tun wird. Die Ermittler dachten, sie hätten endlich einen Durchbruch in dem Fall, als Taucher bei einer Durchsuchung des Great Miami River einen schwarzen Honda fanden. Aber nach Überprüfung der Fahrzeugidentifikationsnummer stellten sie fest, dass es nicht Lenys Auto war. Sie setzten ihre Suche fort, konnten aber Lenys Fahrzeug nicht finden.
In den nächsten 10 Jahren durchsuchten sie mehr als 150 Meilen Wasser, aber der Standort von Lanys Fahrzeug blieb unbekannt. Die Ermittler gehen davon aus, dass Lany höchstwahrscheinlich von einem Unbekannten entführt wurde, der versuchte, sie sexuell zu missbrauchen, aber in die Enge getrieben wurde, als sie sich wehrte. Er tötete sie höchstwahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt, entsorgte dann ihre Leiche und ihr Auto im Fluss. Möglicherweise brauchte er eine Mitfahrgelegenheit zurück zur Bowlingbahn, was bedeutet, dass es Menschen geben könnte, die dem Mörder geholfen haben, ohne es zu wissen. Bis heute hat sich jedoch niemand gemeldet, der Informationen zur Identifizierung des Mörders liefern könnte, und der Fall bleibt ungelöst. Das war der Fall des mittlerweile seit fast 26 Jahren ungeklärten Mordfalls an Elena Gwinner. Sie wäre heute 46 Jahre alt, und was an dem Fall einfach auch sehr besonders ist, dass das Fahrzeug bisher nicht wieder aufgetaucht ist. Denn in den meisten Fällen wird das Fahrzeug gefunden. Aber hat der Täter das Fahrzeug dann tatsächlich im Fluss versenkt oder hat er es vielleicht irgendwie verschrotten lassen oder es komplett demontiert und dann die Einzelteile verkauft oder entsorgt? Ich weiß nicht, ob man diese Option irgendwie in Betracht gezogen hat, aber das wäre meiner Meinung nach eine Möglichkeit, warum das Fahrzeug einfach nicht aufgefunden wird. Aber in Deutschland war es ja auch so mit dem Fall von Roswitha Strohfuß. Das Fahrzeug wurde ja erst 9 Jahre später gefunden. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!